Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas, der Nico heute mal hinter der Kamera und ich habe was Besonderes heute mitgebracht und zwar ein Testbike aus dem Schaltwerk Schweigern, das Albis Ripmore ERF. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und ihr bekommt auch ein paar Shots mal von außen, ein paar Fahraufnahmen und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Let's go! Ja, Freunde, vielleicht einfach mal zum Fahrrad allgemein. Wir haben hier das Albis Ripmore ERF als Aluminiumrahmen logischerweise in der Rahmengröße L. Richtig geil hier in dem Fall individualisiert mit gepulverten Logos, passend zum Fahrwerk, um auch gleich zum Fahrwerk zu kommen. Wir haben hier ein komplettes Luftfahrwerk, das erleichtert es beim Testrad einfach das Rad einzustellen. Ein DVO Topaz Luftdämpfer und die DVO Onyx SC D1 Gabel. 160 mm an der Front, 148 hinten. O-Chain ist verbaut, da wird auch nochmal ein Video dazu kommen. Wir haben einen Zwölffachantrieb mit der SRAM X01 Eagle. Da haben wir einfach eine mega Bandbreite. Anhalten tun wir mit einer Magura MT7. Bremsanlage ist da verbaut und natürlich Nonplus Components. Laufräder in 35er Breite in Carbon. Das One-Up-Tool für Reparaturen, falls die mal anfallen sollten. Und natürlich den Esculap 611 ErgoWave Active Saddle für maximale Bequemlichkeit. So, Freunde, ab auf die GoPro-Perspektive. Wir machen mal eine Abfahrt hier auf einem Hometrail mit dem Bike. Ich bin es ewig nicht mehr gefahren, den ganzen Winter nicht. Deshalb verzeiht mir, wenn erstens der Trail gerade keine guten Conditions hat, so wie das aussieht. Und zweitens, ich hier nicht super fast unterwegs sein kann. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit auf eine Abfahrt mit dem Rad. Enge Kurven hier, meistert das Ding mega gut. Hier kommt gleich eine enge Kurve, genau die, geht aber auch gut. Klar, jetzt wird sketchy. So, hier unten kommt auch ein kleiner Jump. Geil. Und jetzt geht es hier direkt im Wiegetritt nach oben. Da macht natürlich der DW-Link gut seine Arbeit. Und hier über die Kuppe und weiter geht's. Alles durchs nasse Laub, ziemlich rutschig. Heute Nacht hat es auch gut geregnet. Das merkt man jetzt natürlich. Boah, hier ist richtig matschig. Two-wheel slide in den Kurven. Aber eine geile Abfahrt, Freunde. Und ich würde sagen, genau damit gehen wir jetzt in ein paar Clips von außen, nachdem ihr hier eine Abfahrt gesehen habt. Und ja, let's go. Ja, Freunde, vielleicht einfach mal zum Hinterbau von dem Rad. Hier in dem Albis Ripmore ERF ist ein DW-Link verbaut. Das bedeutet, das ist das gleiche Hinterbaukonzept, wie ich auch schon aus meinem Firebird 29 kenne. Deshalb hat sich das Ganze auch sehr ähnlich angefühlt. Es ist aber nicht wie in meinem Firebird 29, dass hier Kugellager verbaut sind. Nee, hier sind nur sogenannte Kleidbuchsen verbaut, was natürlich den Service von dem Hinterbau mega einfach macht. Der DW-Link ist wie gewohnt aus dem Firebird 29 bergauf sehr antriebsneutral. Ich habe den Dämpfer fast nie zugemacht. Und bergab geht es dann natürlich auch ab. Ja, also hier sorgt der DW-Link natürlich für viel Grip am Hinterrad. Macht hier beim Kurvenfahren natürlich mega Spaß. 148 mm, wie schon gesagt, hat das Rad am Heck. Ist manchmal ein bisschen wenig, macht das Rad aber auch deutlich spritziger und oftmals aktiver beim Fahren. Wenn es natürlich richtig abgeht, könnte es natürlich schon sein, dass es mal ans Limit kommt. Habe ich jetzt hier gerade auf den Hometrails aber natürlich auf keinen Fall geschafft. Wäre ich mal gespannt, wie das in einem Bikepark oder so wäre, aber ich denke auch das schafft das Rad mega gut. Sehe ich bei meinem Ripley, was mit 120 mm alles möglich ist. Und natürlich auch hier beim Springen macht es einfach das ganze Rad aktiver und das macht mir persönlich mehr Spaß. Ja, man kann sagen, dass mir das Rad bergab mega Spaß gemacht hat. Es hat sich sehr ähnlich angefühlt
zu meinem Firebird Trainer. Nein, ich denke, das liegt einfach an der gleichen Hinterbautechnologie. In den Kurven habe ich mega viel Grip am Hinterrad gehabt und durch den weniger Federweg im Vergleich zu meinem Firebird 29 konnte man das Rad richtig schön aktiv fahren. Es hat sich spritzig und poppig angefühlt. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Also da hat man auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Können wir? Ja, klar. Sehr gut, okay. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt ein paar geile Eindrücke jetzt von dem Rad bekommen. Auch mal ein paar Aufnahmen von außen. Ich habe im Voice-Over ein paar Sachen erklärt zu dem Bike. Vielleicht jetzt einfach ein kurzes Fazit. Ihr habt bei diesem Ibis Ripmo einen mega geilen Alu-Rahmen. Da kann man auf jeden Fall gar nichts sagen. Die Verarbeitungsqualität, die Lackierung ist einfach mega. Da gibt es fast keinen großen Unterschied zum Carbonrahmen, außer das Gewicht. Also klar, der Carbonrahmen ist vielleicht schon nochmal ein Stück cleaner, aber für ein klassisches Alu-Rad sieht man dem Ding echt nicht an, dass es Alu ist. Ihr habt einen Rahmen, wo ihr mega leichten Service machen könnt, weil im Hinterbau, wie gesagt, nur Kleidbuchsen verbaut sind und man mega leicht Rahmenservice machen kann. Und hier habt ihr natürlich einen DW-Link verbaut, wie auch im Video schon gesagt. Ja, das Geile ist einfach, dass ihr das alles in dem Alu-Rahmen bekommt, was ihr sonst oftmals nur in teuren Rädern bekommt. Und hier habt ihr echt ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt kommt ein Auto, deshalb müssen wir einen kurzen Break machen. Genau, zu den Anbauteilen, wie gesagt, will ich gar nicht so viel sagen, weil das ist so individuell und da könnt ihr euch so viele verschiedene individuelle Sachen aussuchen. Es soll jetzt einfach mal heute um den Rahmen gehen und einfach auch nicht um ein komplettes Review von dem Ding, sondern einfach mal nur, dass es in euren Horizont kommt, sage ich jetzt mal, und ihr mal seht, was mit dem Ding möglich ist. Vielleicht am Hinterbau fehlt ihm ein bisschen Reserve, wenn ihr richtig rough in die Berge gehen wollt. Aber ansonsten habt ihr hier ein mega geiles Enduro-Bike, was in der EWS als Carbon-Variante fährt, was ja meiner Meinung nach auf jeden Fall ausschlaggebend ist und zeigt, was das Ding einfach drauf hat. Für mich war es ein Draufsitzen und Losfahren. Es ist sehr ähnlich zum Firebird 29, macht einfach Bock auf den Trail und ich bin von Anfang an mega gut damit klargekommen und hat Spaß gemacht. Genau, ich hoffe, euch hat es natürlich auch Spaß gemacht und ihr habt einen kleinen Eindruck von dem Bike bekommen. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann schaut im Schaltwerk Schweigern vorbei. Da steht es ab jetzt wieder und wird nicht von mir hier eingetreckt, sondern da könnt ihr euch das Ganze in Live und in Farbe anschauen. Und der Andi berät euch da gerne. Vielen Dank auch nochmal, dass ich das Teil hier mal ein bisschen durch den Wald bewegen durfte ans Schaltwerk Schweigern. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder nächsten Sonntag wieder. Ich hoffe, dass ich da wieder ein Video zustande kriege. Gerade im Winter ist es ein bisschen schwierig. Und ich habe gerade auch mega viel zu tun, aber ich hoffe, wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Video, hoffentlich nächsten Sonntag. Und bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Radfahren, haut rein, ciao!